meine Lieben, ich habe heute einen sehr, sehr mini aufgebrauchten leer gemacht für euch. Und zwar war ich wieder fleißig am Kaffee und Kaffee trinken und ich habe auch wieder mit Cappuccino trinken angefangen. Deswegen sind einmal die ganz normalen Cappuccino Pads alle gegangen und dann habe ich gesehen, es gibt neue Cappuccino Pads, die habe ich natürlich auch gleich probiert. Morgen Cappuccino Intensiv heißt der. Habe ich gleich zwei Packen geholt und getrunken. Ich finde, die schmecken jetzt ein bisschen anders als die normalen, aber nur minimal. Liegt vielleicht daran, dass ich zusätzlich ja noch Milch mit in den Cappuccino gebe. Aber hier ist ein bisschen stärkerer Kaffee benutzt worden als bei den sonst üblichen. Ja, also hier ist intensiv, ist glaube bei 2 und hier ist Kaffeestufe 3 und hier ist 1 bis 2, hätte ich jetzt gesagt. Genau, also ein bisschen stärkerer Cappuccino. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall diesen Kaffee mal aufgebraucht. Kaffeecrema von Gut und Günstig Edeka. Genau, haben wir einfach mal leer gemacht, da das ja auch immer nur rumsteht. Und ich habe auch wieder so ein bisschen Tee getrunken. Und zwar einmal dieser Apfel-Winterstrudel-Tee. Der müsste jetzt auch bald alle sein. Und Süßkirsche, ja, musste auch sein. Mega lecker. Und die Kinder hatten wieder leckeren Bubble-Tee. Ja, dann zum Probieren gab es mal Leibniz Fruit-Kekse. Und zwar sind es Bananenkekse, Bananendinkelkekse. Und die haben nicht nur eine Bananenform, sondern schmecken auch lecker, lecker nach Banane. Kann ich euch nur empfehlen, vor allem ja zum Testen. Deswegen bei solchen neuen Sachen, da gucke ich immer, dass es runtergesetzt ist zum Testen. Weil falls es nicht schmeckt, dann hat man nicht vollen Preis ausgegeben, sondern nur ein bisschen. Genau. Dann auch wieder ein Riegelchen von Alnatura, den Hafer-Heidelbeer-Riegel. Mega lecker. Und es gab auch wieder die schwäbischen Knusperbrezeln. Die sind auch mega lecker zum Knabbern für zwischendurch. Und die Hafercookies aus dem Alnatura. Mega lecker und auch sehr praktisch mit diesem Karton zum Wiederverschließen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu der Panache die Weltbox. Da waren wir auch sehr, sehr fleißig. Und zwar haben wir aus der Belgien Panache die Weltbox die letzten Chips gegessen gehabt. Und zwar waren das Essiggurkenchips. Die kamen jetzt nicht ganz so cool an wie die anderen. Aber ja, ist glaube ich auch Geschmackssache. So ein bisschen Zwiebel, Essiggurkengeschmack muss man glaube ich mögen. Aber jetzt kann ich das natürlich auch verräumen. Und aus der neuen Box, aus der Griechenland-Box, haben wir natürlich auch einiges schon probiert. Und zwar haben wir einmal die Prosciutto-Chips probiert, beziehungsweise die Kinder. Das sind so Brotchips mit ja, Tomaten und Oliven. Und die kamen richtig gut an, waren richtig begeistert davon. Also ja, am liebsten hätten sie mehr davon haben wollen. Und dann gab es auch die stinknormalen Kartoffelchips aus Griechenland, waren dabei. Also ohne irgendwas. Also ich glaube, da ist nur so ein bisschen Oregano mit dabei. Ganz leicht und ein bisschen Zwiebeln. Und ja, hier ist natürlich auch noch so eine Lebensmittel-Food-Pyramide mit drauf. Genau. Die haben auch gut geschmeckt, aber die anderen, die Prosciutto-Kekse bzw. Chips, waren natürlich deutlich, deutlich besser. Muss ich nur kurz gucken. Hier war auf jeden Fall dann noch so ein, wie so eine Art Milky Way Riegel mit Jurassic Park Dinos dabei. Also der hat auch ziemlich gut geschmeckt. Kinder waren begeistert, genauso von diesen Nougat-Riegel. Und was auch mega lustig war, waren diese Gummibärchen, diese Gammon. Nicht nur die Verpackung und was natürlich auch cool ist, es ist eine wiederverschließbare
Gummibärchenpackung, was wir hier leider fast, also ich, in Deutschland gibt es, glaube ich, kaum Gummibärchenpackungen, die wieder verschließbar sind. Die sind ziemlich praktisch und auch lustig designt. Genau. Schaut auf jeden Fall unten in die Infobox vorbei. Da verlinke ich euch natürlich wie immer den Rabattcode für die Vernascht die Weltbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!